Herzlich willkommen bei einer Aufgabe des Teams Mathematik macht Freude und Freunde. Mein Name ist Dagmar und ich möchte mich mit euch mit dieser Aufgabe aus dem Bereich der angewandten Mathematik beschäftigen. Zu sehen ist, dass es sich um die Sportart Bowl handelt. Bei dieser werden Kugeln geschossen und müssen auf einem bestimmten Ziel landen. Wir möchten uns nun die Aufgabe genauer ansehen. Peter wirft eine Kugel. Die Flugbahn dieser Kugel kann näherungsweise durch den Graphen der Funktion f beschrieben werden. Der Graph ist auch gegeben. Zu sehen ist, dass es sich um eine Polynomfunktion zweiten Grades handelt. Des Weiteren ist gefragt, interpretieren Sie die Bedeutung der Zahl 1,1 in der obigen Funktionsgleichung. Du findest sie hier. Das heißt, es ist gefragt, was bedeutet das absolute Glied am Ende einer Funktionsgleichung. Des Weiteren ist gefragt, die Wurfweite w zu berechnen. Das heißt, zu einem bestimmten Funktionswert, in dem Fall f von x gleich 0, ist das Argument zu ermitteln. Du siehst hier nun, es handelt sich um einen typischen Graph einer Polynomfunktion zweiten Grades, wobei der Faktor vor dem x² negativ ist, daher ist die Parabel nach unten offen. Für c wurde ein Schieberegler eingeführt. Wir lassen nun c größer werden und sehen, dass sich die Parabel nach oben bewegt. Lassen wir c kleiner werden, verschiebt sich der Graph nach unten. Das heißt, c bewirkt eine Verschiebung und gleichzeitig können wir nun überlegen, was c bedeutet. Ist c 2,5, so wie hier gerade eingestellt, beginnt der Wurf der Kugel bei 2,5 Meter. Ist c bei 1,1 eingestellt, so wie in unserer Aufgabe, beginnt die Flugbahn der Kugel bei 1,1. Das heißt, wir können festhalten, c bewirkt eine Verschiebung und c bedeutet die Abwurfhöhe. Wir möchten nun die Wurfweite w bestimmen. Das heißt, wir suchen die Argumente oder x-Werte, für die f von x, die Höhe der Kugel, 0 ist. Dies ist auf zwei Arten möglich. Händisch über das Anwenden der großen Lösungsformel, aber auch mit Technologieeinsatz. Ich möchte mich zunächst mit euch beschäftigen, wie man diese Aufgabe auch händisch lösen kann. Du findest in deinem Formelheft eine sogenannte Lösungsformel für quadratische Gleichungen. In dem Fall verwenden wir die große Lösungsformel. Wenn wir nun in die große Lösungsformel einsetzen, das heißt, wir haben hier den Parameter a, hier b und c, erhalten wir zwei Lösungen. Wir können nun an der Funktionsgleichung ablesen, dass wir für a minus 0,0959 einsetzen müssen, für b 0,767 und für c 1,1. Du erhältst für x1 einen gerundeten Wert von minus 1,24 Metern und für x2 einen gerundeten Wert von 9,24 Metern. Bevor wir nun die einzelnen Lösungsfälle untersuchen, möchte ich euch zeigen, wie man mit GeoGebra eine derartige Gleichung lösen kann. Du benötigst in GeoGebra ein sogenanntes Computeralgebra-System. Dies kann man verwenden, um eine Gleichung zu lösen. In das Computeralgebra-System kannst du nun die Gleichung eingeben. Über den Befehl Löse Gleichung wird die Gleichung auch gelöst. Wichtig ist dabei, dass du in GeoGebra für das Komma einen Punkt wählst. Über Enter erhältst du sofort zwei Lösungen, die allerdings exakt angegeben sind. Für uns genügen die gerundeten Werte. Man erhält in GeoGebra
Ebenso wie mit der Hand zwei Werte. Gehen wir nun zurück zur ursprünglichen Fragestellung. Du siehst hier noch einmal die ursprüngliche Aufgabe. Peter wirft eine Kugel. Die Flugbahn dieser Kugel ist hier dargestellt. Zunächst bezog sich die Frage darauf, welche Bedeutung die Zahl 1,1 habe. Wir konnten bereits feststellen, dass es sich bei dieser Zahl um die Abwurfhöhe in Meter handelt. Des Weiteren sollten wir die Wurfweite berechnen. Die Wurfweite bezieht sich auf den x-Wert für den Funktionswert f von x gleich 0, das heißt dort, wo die Höhe 0 ist und somit die Kugel wieder auf dem Boden auftritt. Wir erhielten für x zwei Werte, x1 gleich minus 1,24 und x2 gleich 9,24. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um eine Weite handelt, können wir den negativen Wert ausschließen, er ist nicht Teil der Definitionsmenge in diesem Fall. Das heißt, für die Wurfweite W erhalten wir 9,24 Meter. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Freude mit der Mathematik.